Und da sie also diesen Stellvertreterort immer nur kurzzeitig mal besuchen dürfen und niemals besetzen oder besetzt halten können, ist jeglicher Versuch der Auffüllung, der Wiederherstellung, der Vervollständigung des aristophaneschen Mythos immer ein masochistisches Projekt, das immer nur den Paktdurchgängen und nicht den Vertragsverschweißungen dienen kann. Denn dieser Ort, der die heiligen Hallen des allerheiligsten Tempels der Artemis bis ins hinterste Adyton und den euch herunter meint und gleichzeitig dann als Warengroßmarkt, Täuschtausch, Propyläen im alltäglichen Erhaltungsgeschäft ebenfalls dienen müssen, sozusagen auf der Tempeltreppe, auf den Vorstufen, auf dem Innenhof, dem Pronaos. Punkt, Punkt, Punkt.